Willkommen zur letzten Folge dieser Session Fallout 3. Wir werden die Quest der Ameisterin jetzt wohl noch erledigen. Dann haben wir das auch wieder geschafft. Komisch, dass solche Leute hier so einfach überleben in solcher Welt. Aber na gut. Hier, du Olle. Endlich haben Sie diesem kleinen Mechanisten den Anzug vom Leib gerissen. Geben Sie ihn mir. Moment, reden wir erstmal darüber, was Sie getan haben. Sie wagen es, der Ameisterin zu sagen, sie soll warten? Der Ameisenkönigin gibt kein Mensch Befehle. Da Sie aber meinen Erzfeind besiegt haben, sei Ihnen erlaubt zu sprechen. Aber schnell. Okay. Wie ich es mir gedacht habe. Jetzt geben Sie mir den Anzug des Mechanisten. Wieso wollen Sie den Anzug haben? Schickt es sich nicht, sich am Leichnam seines gefallenen Feindes zu weiden? Im Sieg über einen größeren und stärkeren Gegner zu schwelgen? Wenn ich diesen eisernen Eindringling schon nicht selbst niederreißen konnte, will ich mich wenigstens an seinen Überresten weiden dürfen. Ja, hier, nehmen Sie ihn, gehen Sie einfach weiter und lassen Sie Canterbury in Ruhe. Großartig. Er soll als prächtige Erinnerung an eine gerechte Nemesis dienen. Die Trophäe einer wahrhaften Ameisterin. Für Ihre treue Hilfe überreiche ich Ihnen diese Klinge. Ihr Stich birgt das Gift tausender Ameisen und wird Ihre Feinde vor Angst erblassen lassen. Jetzt, da die blecherne Bedrohung nicht mehr unter uns weilt, werde ich die Stadt verlassen. Es ist an der Zeit, mich mit meiner Kolonie auszubreiten. Sie haben Karma verloren. Warum? Ich habe keine Zeit zu vergeuden. Weitaus wichtigere Angelegenheiten erwarten die Aufmerksamkeit der Ameisterin. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich kann da wieder nicht durch. Haben wir hier noch was? Jetzt den ganzen Weg wieder rauslatschen. Das ist kacke gelöst, dass ich hier nicht einfach mich rausbeamen kann. Lalalala. Gleich sind wir endlich raus. Und tschüss. Möchte mal wissen, wo das andere Ding rauskommt.
werde mal gleich, glaube ich, diesen kleinen Hügel mal erkunden, obwohl so klein ist er auch nicht. Ich fühle mich sicherer, wenn ich weiß, dass sie in der Nähe sind. Hä, warum soll ich mit dem reden? Bestellen Sie den Mechanisten. Schöne Grüße von mir. Er ist tot, Junge. Und da ist die Quest jetzt. Erledigt ist er noch nicht, aber wo ist der Typ? Taschen. Bei dieser ganzen Kämpferei bin ich nie dazu gekommen, Sie offiziell in der Stadt willkommen zu heißen, nicht wahr? Willkommen in Canterbury Commons, der Heimat von Händlern, Karawanenreisenden und tollen Schnäppchen. Sind Sie geschäftlich oder zum Vergnügen hier? Alles rein geschäftlich. Welche Typen sind im Angebot? Hä? Welche Typen? Ich habe fast alles. Je nachdem, welche Karawane in der Stadt ist. Gewehre, Rüstung, Lebensmittel, Schrott. Fast jeder kommt mal zu mir. Natürlich außer Sklavenhändler. Es ist schwer, ihre Waren, wie sie es nennen, zu transportieren. Kann ich sonst noch was für sie tun? Ich habe mich um beide gekümmert. Es wird keine Straßenkriege mehr geben. Das ist großartig. Sie haben Canterbury in der Tat gerettet. Und im Gegensatz zu Mechanisten, ohne die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Gut, ich denke, das hier ist die vereinbarte Belohnung für Ihre ausgezeichneten Dienste. Dazu ein kleiner Bonus als besonderes Dankeschön. 400 Kronkorken, sehr geil. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Ciao. Tschüss. Okay. So, wir haben Sprengstoff eigentlich. Wo ist Spreng? Da. Das müssen wir definitiv ein bisschen machen. 25. Falschen mache ich noch weiter. Und den Rest hole ich in 2 Medizin und heißt Dietrich. So. Schatzsucher. Nehmen wir das mal. Sehr gut. Wie viel Altmetall haben wir jetzt wieder? 3 lohnt sich eigentlich nicht so wirklich, jetzt weiter wieder da nach Megatron zu laufen. Was haben wir noch als Quest jetzt übrig? Die Supermutanten. Dazu gibt es leider keine Reiseroute. Aber wo ist unser Hund abgeblieben? Das frage ich mich jetzt noch. Dogmeat. Ich glaube hier. Nee. Hier müssten wir ihn getroffen haben. Wohin zeigt mich der Pfeil hier? Wohin führt mich der Pfeil? Zeigt mich der Pfeil.
Scheinbar haben wir den Schrottplatz nie ganz fertig erkundet. Das dauert ja ewig, bis man hier radioaktiv aufsteigt. Verdammt. So, dann gucke ich mal, ob der jetzt einfach nur beim Vault 101 ist, weil wo soll der plötzlich abgeblieben sein? Den konnten wir da hinschicken. Hier ist er aber auch nicht. Das ist jetzt doof. Ein feindlicher Wuffel. Ah! Was ich fast vergessen habe, wir können doch jetzt die Bombe entschärfen. Er kommt in den Wolken und jedes Auge soll mit. Die Bombe scheint inaktiv zu sein, aber eine genaue Untersuchung zeigt, dass sie noch funktionstüchtig und daher weiterhin sehr gefährlich ist. Mit der richtigen Ausrüstung wäre es ein leichtes, sie detonationsbereit zu machen. Sie zu entschärfen würde aber eine hochqualifizierten Sprengstoffexperten erfordern. Yeah. Seinem Ruhm erblinden. Jedes Ohr soll ertauben, um den Donner seiner Aufgabe hinzugefügt. Stimme zu hören. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Denken Sie daran, die Kirche der Kinder des Atoms ist immer für Sie da. Die Erlösung ist möglich. Ciao. Alles Gute auf dem weiteren Weg. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Sie auf der Welt. Ich möchte, dass Sie das hier annehmen. Ich hoffe, dass es Ihnen immer Schutz bieten kann. Yeah. Natürlich, vielen Dank. Das ist doch das Mindeste, was ich im Gegenzug für Sie tun kann. Hallo. Morgen. Siehe, er kommt mit den Wolken. So, jetzt soll ich mit ihm sprechen. Mal gucken, was er von ihm bekommt. Warte auf mich. Geh nicht. Ich soll verdammt sein. Sie haben es geschafft, oder? Sie haben das Ding entschärft. Und das alles ohne eine Bezahlung zu wollen. Ziehen Sie doch hierher. Hier sind Schlüssel und Unterlagen zu einem leeren Haus. Willkommen in Megaton. Ach, und reden Sie mit Moira beim Craterside-Lagerraum. Sie hat jede Menge Dinge, mit denen Sie das Haus etwas rausputzen können. Was? Ciao. Das ist ja geil. Wir können jetzt wirklich in diese Bude ziehen. Dann wäre man ja doof, wenn man hier die Stadt zerstört später, oder was? Ist nicht wahr. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Wadsworth, Ihr persönlicher Roboter-Butler. Ich bin hier, um mich um Ihre Bedürfnisse zu kümmern und Sie zu unterhalten. Was darf es denn sein? Ich werde gewissenhaft aufräumen, während Sie weg sind. Okay, cool.
Hier könnten wir später Essen reinhauen. Das ist ja geil. Was ist das hier? Nix. Ist das eine Werkbank? Nee, aber wahrscheinlich können wir daraus eine machen. Uns fehlt noch ein Computer. Cool, na gut, dann gibt's hier das Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann. Wie schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Ihr neuer Robo-Butler.